Wir haben jetzt gerade 2 Tage hier in Ulfborg verbracht, in Dänemark. Ich sag, einer der schönsten Schießstände Europas. Definitiv. In meinem Heimatland. Hier kann man alles schießen, von 40 Meter bis 600 Meter. Wir haben geschossen mit der neuen Sauer 101 im Kaliber 308. Ein nicht so rasantes Kaliber. Montiert drauf ein 3-12x56 HT mit der ASV-Schnellverstellung. Sinn der Sache war, wir sollten die ASV-Schnellverstellung kennenlernen, um zu sehen, dass man auch einen gezielten oder sein Fadenkreuz genau aufs Ziel setzen kann auf 600 Meter und immer noch einen präzisen Schuss abgeben kann. Was dies Jahr im Verhältnis zum letzten Jahr eine Riesenherausforderung war, war der Wind. Und da kam die neue Einstellung, die Windverstellung, Seitenverstellung von Zeiss richtig ins Spiel und wir haben viel Spaß gehabt. Bin mal gespannt, wer die besten Gruppen hingelegt hat. Jachtlich war es eine Riesenherausforderung, weil wir mussten knien sitzen, angestrichen am Stock, liegend, stehend. Jegliche jachtliche Situation wurde eigentlich herausgefordert. Ich habe bei mir heute Jan Hüffmeier von Zeiss. Jan, ganz kurz nochmal, was sind die Special Features bei diesem ASV? Das Besondere an der ASV ist auf jeden Fall schon mal, dass ich 9 verschiedene Ringe habe. Das heißt, ich kann, je nachdem, was für ein Kaliber ich habe, ob ich ein langsames Kaliber habe, wie eine 9,3 oder eine schnelle, rasante Patrone, wie eine 300 oder 30.06, kann ich damit alle Flugbahnen abdecken. Das Einfache ist, ich schieße die Waffe auf 100 Meter Fleck ein, das ist ganz wichtig. Stelle dann die ASV auf 1 ein und das kann ich mit den Ringen relativ gut machen. Das ist das Neue. Wir haben jetzt Metall, 9 verschiedene Metallringe und die kann ich ohne Werkzeug hier lösen und einstellen entsprechend und auf 0 stellen. Das heißt, wenn ich auf 100 Meter Fleck eingeschossen habe, stelle ich hier einfach, wo der Punkt ist, die 1 ein. Und dann relativ einfach und intuitiv kann ich dann auf die verschiedenen Distanzen einstellen. Das heißt, wenn ich auf 200 Meter schießen will, wähle ich einfach die 2 ein. Wenn ich auf 300 Meter einschießen will oder treffen will, wähle ich einfach die 3 ein. Und so weiter bis zu 600 Meter. Und es ist einfach, man muss nicht denken. Und das ist einfach das, was man bei der Jagd auch nicht kann. Man hat keine Zeit zum Denken, man muss intuitiv handeln. Und das gibt mir die ASV Plus. Ja. Ansonsten ist es das bekannte HT, was wir kennen. Relativ lichtstarkes Glas, sage ich immer. Und du ärgerst dich immer krumm und dämlich drüber, weil das ist das lichtstärkste Glas, was wir auf dem Markt haben. Absolut, das ist das hellste. Ja. Darüber hinaus, was mir gefällt, sage ich, es ist immer noch ein leichtes, kompaktes Glas. Und vom Optischen her sage ich mal, ich schieße selber das 56er Glas als Around-Glas. Viele Leute fragen mich auch immer wieder, warum schießt du keinen 4-16 oder eine 24-fache Vergrößerung, wenn ihr so weit schießt. Jagdlich, sage ich mal, kommt dann noch der Parallaxenausgleich dazu. Das heißt, wenn wir anfangen, über 12-fache Vergrößerungen zu schießen, haben wir noch einen dritten Faktor, den wir beachten müssen, die Parallaxe. Jagdlich setze ich nur maximale Größe immer ein 12-faches Glas ein. Es reicht locker bis 600 Meter. Wir haben aus Jux und Dollerei, haben wir vorhin versucht, freistehend auf 580 Meter geschossen mit 12-facher Vergrößerung. Und wir haben es geschafft, auf 580 Meter noch ohne Höhe zu zielen oder sonst was, einfach einstellen, Wind einstellen, 10 Klick für Wind, Höhe eingestellt und haben auf 580 Meter noch einen Schuss hinlegen können. Was man als kleinen Tipp noch beachten muss, wir haben Freunde aus Schweden, die vergessen dann, wenn man auf 580 Meter geschossen hat und dann auf 100 zurückgehen, immer nach dem Schuss sofort wieder auf 100 einstellen, weil sonst kriegt man relativ einen hohen Schuss auf 100 Meter. Ganz wichtig, genau. Wenn man auf lange Distanz geschossen hat, auf Long Range, immer wieder zurück auf die Einstellen, auf die 100 Meter, um dann wieder, wenn man eine neue Situation hat, um dann wieder ganz normal wieder einzuwählen. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Ich sag nochmal, der Riesenvorteil ist, die Ringe, die Zahlen passen auf die Abstände. Das heißt, wir brauchen nicht länger Klick zählen, sondern wissen genau, auf die 4 ist 400 Meter. Vorteil ist auch, es sind viele kleinere Ringabschnitte, so 425 Meter kann man auch genauestens eingeben. Dazu will ich auch sagen, wer weit jagen will, weit schießen will in den Bergen, Kirgisistan oder sonst was, dies Glas in Kombination mit dem Abstandmesser, würde ich sagen, minimiert die Chance für einen Vorbeischuss. Weil das Einschätzen von Wildarten, die wir nicht kennen, ob sei es ein sibirischer Rehbock, der vom Körpergewicht die doppelte Größe hat oder sonst was, um den sicheren Schuss abzugeben, dies Glas in Kombination mit dem Abstandmesser ist das non plus ultra. Sehe ich ganz genauso, egal ob man in Afrika jagt, ob man in Kanada jagt oder in Europa oder sibirischen Rehbock, also auf der ganzen Welt ist man mit der Kombi Rangefinder, Laser Rangefinder, also Entfernungsmesser und ASV eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt und man erhöht seine Chancen, wirklich auch zum Erfolg zu kommen. Was ich eben noch nicht gesagt hatte, man wählt die Entfernung entsprechend ein und lässt den Turm dann wieder runtergleiten und
es lässt sich dann nichts mehr verstehen. Das heißt, wenn man durchs Gebüsch pirscht oder so, es kann sich nichts mehr verstellen. Es bleibt genau in dieser Position, die man eingestellt hat, und es kann nichts sich verstellen, wenn man den Turm nicht anhebt und dann erst wieder dreht. Also es fixiert, wenn man den Turm wieder runterlässt. Ich möchte mich vielmals bedanken wieder. Ich bin das zweite Jahr dabei jetzt. Es ist sehr lehrreich. Für die von euch, die selber Lust haben, mal an so einem Long-Range-Shooting-Seminar teilzunehmen, geht auf die Homepage von Zeiss drauf. Da gibt es ein direktes Link. Man kann teilnehmen an diesen Events und wir probieren auch mit seiner eigenen Waffe von 40 bis 600 Meter schießen. Es sind Ausbilder dabei von Zeiss, genau, die euch erzählen werden, wie man diese Sachen einzusetzen hat. Ich sag mal, nicht weil wir auf über 300 Meter jagen sollen oder 200 Meter, das ist jedem selber muss jeder selber entscheiden, ob er es tut oder nicht. Aber ich sag, lernt eure Waffe kennen, versucht es mal, geht mal zu so einem Seminar. Ihr werdet überrascht sein, wie ihr hinterher da rauskommt und was ihr eigentlich über eure Waffe wisst. Eure Kugelbahn, Flugbahn und alles. Man wird nur ein besserer Jäger dadurch. Vielen Dank nochmal, Jan. Gerne. Hau rein.